So, unser Liga-Koordinator ist jetzt schon nach Hause gegangen. Frau schimpft uns. Deswegen ist er gerade nicht mehr da. Also übernehme ich heute mal seine Aufgabe. Ja, jetzt hat er heute Morgen ja schon super angefangen. Das Beste kam zum Schluss, nämlich ich, weil ich die Schlüssel vergessen habe. Nochmal Entschuldigung bitte wegen der Verspätung. Aber ich habe. Ja, Entschuldigung! Also dahingehend, ich glaube Besserung, nächste Woche ist dann, oder nächstes Turnier ist dann wieder pünktlich offen, dass er noch rechtzeitig auf den Platz kommt. Da kommst du eine Stunde früher. Genau, wäre ich ja sowieso da gewesen. So, ja, ich hatte letztes schon mal gesagt gehabt, Bergfest, zweites Turnier, es geht sozusagen rückwärts in der Saison. Noch zweimal bei euch, zweimal X5 und dann geht es sozusagen um den Gruppensieg. Da geht es die ganze Zeit und dann gibt es den großen Pokal beim letzten Spiel. Ich habe die heutige Platzierung habe ich gerade von Sven in die Hand gedrückt bekommen. Und zwar sieht die so aus. Platz 8 ist exzellent. Sind leider nicht mehr da, ne? Dann Platz 7 sind die Red Ducks. Platz 6 sind die Crows. Dankeschön. So, Platz 5 ist Biohazard. Berlin, wir haben eine weiße Karte noch. Dann kommen wir zu Platz 4. Das ist Kansas Killzone. Jetzt kommen wir zu den Drittplatzierten. Das sind die Painters. Glück auf! Timo, ich rede. Was? Ja. Nee, das kannst du selber machen, Bob. Und bist du dran. Shotgun, du bist ja nicht gerne. Ja, du machst es. Komm her, komm zu mir bitte. Ja, was soll ich sagen? Hat wieder Spaß gemacht. Danke, Orga und Sven und Anni für das geile Feld. Wir sehen uns in 4 Wochen. Dritten später jedenfalls. Danke. Stimmt. Ihr habt ja Glück gehabt, gegen das Gäste und das Feld war ja trocken. Ja, eine Lindensauger, ne? Industriesauger. Ja, die Fotos haben sich gezeigt. Gestern haben wir noch einen Industriesauger geholt und aufs Feld abgesaugt. Langweilig. So. So, dann kommt der zweite Platz. Das sind die Ober Sharks. Einmal Deckel runtergenommen, passt nicht mehr raus. Ja. Total scheiße. Ja. Ich stehe falsch immer drauf. Mensch, Bob, kannst du mal dein Bier wegpacken? Nö. Mach dir nichts raus, der hat einen Hopper drauf, da passiert immer nichts. Und dann sind wir schon zwei. Danke. Danke für den schönen Tag. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bei Andreas. Dass wir so ein schönes Feld haben. Guten Tag uns bei Emmy. Ja, und so weiter und so fort. Empire natürlich auch. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Kommt später gut nach Hause. Wieso denn? Ja, es ist jetzt so Mann. Ja, die Schocker mag kein Wasser. So! Das ist ein bisschen Rechten Fehler! Rechten Fehler passiert. Okay, und das war den Least. Der erste Platz, die Morgs. Kein Wunder. Ach so, deswegen. Deswegen kann man die auch nicht wegschießen. Ein Weg kann man neuer. Unkraut. Ja, eigentlich hätte ich gerne vor 4 Wochen schon mal Schönes gesagt, aber war nur ein 5. Platz. Ich durfte nichts sagen.
Also ganz deutlich möchte ich diese Saison sagen, wir haben uns ja ungefähr nach 9 Jahren entschieden, 9 Jahren DPL entschieden, dass wir dieses Jahr erstmals in der X-Series antreten. Und einhellig müssen wir sagen, dass das also wirklich eine ganz, ganz gute Entscheidung für uns war. Die ganze Mannschaft, weil gerade wir Vielspieler oder sowas, ne, man erlebt so viel Scheiße woanders und sowas und so viele nette Teams, die man hier sieht oder sowas, das ist richtig Oldschool Paintball und es gefällt uns sehr, sehr gut. Vollkommen unabhängig, was für einen Platz wir hier machen, ja. Ganz großen Respekt an Sven Harmsen, mit dem ich viel Kontakt habe. Schade, dass er jetzt weg ist. Also ganz feine Arbeit, die er macht. Großen Respekt auch Andreas für dieses tolle, tolle Feld. Und also wir werden hier weiterspielen. Hundertprozentig. Also toll. Dankeschön an die Refs. Dankeschön an die Refs heute und auch ein ganz großes Dankeschön an unsere Partnerteams Hannover Painters. Die kommen einfach nicht über ein Unentschieden hinaus. Wir arbeiten daran. Dito. Und an unser, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns kennen, an die OWL Sharks. Heute hat uns mal geglückt, haben wir geschlagen. Ich hoffe, nächstes Mal auch. Dankeschön. Dann die letzten Worte von meinerseits, aber meistens schon gesagt worden. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr auch länger geblieben seid, gefahren seid und ich wünsche euch einen schönen Restsonntag, eine angenehme Heimfahrt, eine sichere Heimfahrt und freue mich auf den nächsten Spieltag auf euch, mit euch. Aber das ist